Übung steht auf deinem Stundenplan und jetzt fragst du dich, was dich erwartet? Dann bist du hier genau richtig, denn in diesem Video erfährst du alles, was du über eine Übung an der Universität wissen musst. Was lernst du in einer Übung? Übungen gehören zu bestimmten Vorlesungen und haben das Ziel, den Lernstoff aus der Vorlesung zu üben. Diese praktische Anwendung dient zum besseren Verständnis des Fachwissens. Typisch für Übungen ist auch die aktive Mitgestaltung des Lernprozesses durch die Studierenden. Genauso wie Seminare sind Übungen an Universitäten partizipativ gestaltet. Das bedeutet, dass von den Studierenden eine aktive Beteiligung in der Übung erwartet wird. Anders als bei der Vorlesung, denn dort steht der Dozent oder die Dozentin im Mittelpunkt. In einer Übung spricht somit nicht nur der Übungsleiter oder die Übungsleiterin, sondern alle Teilnehmenden bringen sich aktiv ein und gestalten die Übung mit. Die Teilnehmerzahl beschränkt sich häufig auf 15 bis 25 Studierende. Wie sieht eine Übung aus? Übungen sehen je nach Fach unterschiedlich aus. In allen Übungen gibt es jedoch eine Anwesenheitspflicht. Ansonsten wirst du in einer Übung Übungsblätter lösen, praktische Aufgaben zum Vorlesungsstoff bearbeiten, Texte lesen und bearbeiten, eigenständig Literatur recherchieren sowie regelmäßig Hausaufgaben machen. Wie ist der Lehrstil in einer Übung? Übungen werden meist von Doktoranden oder wissenschaftlichen Mitarbeitenden geleitet. Die Übungsleitung ist in dem Fall Begleitung und Betreuung. Gemeinsam mit den Studierenden wird im gegenseitigen Dialog der Vorlesungsstoff durch praktische Übungen vertieft. Was wird von dir erwartet, was du als Studentin oder Student in einer Übung tun solltest? Von den Studierenden wird in der Übung ein hohes Maß an Selbstverantwortung und Selbstbestimmung erwartet. Dazu gehört, dass du dich auf die Inhalte der Übung vorbereitest und die Hausaufgaben rechtzeitig erledigst. Wichtig ist auch, dass du den Stoff der Vorlesung selbstständig nachbereitest. In Übungen arbeitest du häufig auch in Gruppen. Schau dir dazu gerne mal die Lerneinheit zur Gruppenarbeit an. Vor einer Übung solltest du also die Inhalte der Vorlesung wiederholen und dich so auf die Übung vorbereiten. Nach der Übung ist es wichtig, die Hausaufgaben zu erledigen. Die Teilnahme an der Übung ist Voraussetzung, um an der Klausur am Ende des Semesters teilnehmen zu dürfen. Je nach Fach müssen unterschiedliche Leistungsnachweise erbracht werden. In der Mathematik sollen die Studierenden beispielsweise jede Woche Übungsblätter lösen und in der Übung abgeben. Es kann aber auch sein, dass du als Leistungsnachweis ein Essay schreiben oder ein Kurzreferat halten musst. Deine Übungsleitung wird dir am Anfang des Semesters sagen, welchen Nachweis du erbringen sollst. Du kannst es sonst aber auch in der Prüfungsordnung nachlesen. Noch mehr hilfreiche Informationen und Tipps bekommst du in der Lernsequenz Die Übung. Viel Erfolg!